Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Freeze? Was hast du getan? Ich habe nichts getan. Ich habe ein Standbild. Ah. Oh, du hast das Lager verlassen. Bist du rausgeflogen oder ich? Ach, recht. Ich habe keine Ahnung. Es gab einen Verbindungsfehler. Wahrscheinlich bin ich rausgeflogen. Ja, Leute. Während der andere versucht nachzujoinen, kann ich ja reden. Ich habe die dringende Quest freigeschaltet. Sunny sehen wir wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr nicht wieder, weil er sich im Verbot von seinem Vater eingefangen hat. Wir kennen es ja. Es ist mittlerweile schon ein Meme, dass wenn Sunny einmal eine Strafe hat, dass wir ihn nie wiedersehen. Das ist nicht mal böse gemeint, das ist Realität. Der andere ist gerade während der Sequenz rausgeflogen. Der Kai, der joint noch nach. Und wir haben die Schwester vom Ibushi heute als Gegner. Ist doch die Schwester, oder? Das ist Frauchen. Und der Fotowettbewerb gilt immer noch. Das heißt, bestes Foto gewinnt. Was ich wahrscheinlich schon längst eingeblendet habe. Ich finde es schön, dass das Vieh nur auf dem Kopf steht. So. Ein Foto habe ich gemacht. Ich darf hier erstmal noch alleine leiden. Ich habe noch die Lektion des Langschwert-Quest gemacht. Das heißt, ich konnte die Elan-Attacke aussuchen, was absoluter Bockmist war, weil die Technik bringt es einfach nicht, wenn man mich fragt. Die verändert den Boden, wie sie lustig ist. Auch interessant. Das ist witzig. Ja, ich seh's. So, der Kollege ist hinterher gejoint. Er wollte doch noch mitmachen. Beligo. Komm, gib mir ein schönes Foto. Nee, das habe ich schon. Kann man den Schweif abtrennen, auch wenn man schwer drankommt? So wie bei dem Bushi, so mehr oder weniger. Oh, da ist ja der andere. Er wollte doch mitmachen. Da ist eine Platte auf mich draufgefallen. Oh, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal häufiger passieren. Ach, verdammt, ich muss das fast damit machen. Fies! Zack! War mir gerade nicht sicher, wo die Schüsse landen. Die Treffer. Ich glaube, ich hätte hier echt auch den Schützen nehmen können.
ist halt echt, bei dem Viech ist es eigentlich komplett egal, was du nimmst, weil du 90% des Schadens über Belagerungsmaterial bekommst. Wo sind denn die Belagerungsdinger? Ich sehe nur diese drei Kugeln von Avatar. Das Viech hebt die aus dem Boden raus. Bleib stehen! Irgendwas treffe ich schon. Autsch! Vergiss nicht, irgendwann ein Foto zu machen, ne? Ja, ich hab das schon im Kopf. Au. Ich mag nicht, dass du mich beißt. Nicht? Nee, ich hab was dagegen, wenn man mich beißt. Ich dachte, wir wollten mal das Erlebnis umdrehen. Statt dass wir sie beißen, dass die uns mal beißen. Es hat in den Boden reingebissen. Ist das Babbelige, was hier so leuchtet, sein Herz oder was soll das sein? Da hast du deine Belagerung zwar. Hilfe! Ah, da war ein Elektroring. Der hat sich gerade gegrillt. Ich habe ein Foto gemacht. Eine Maschinenkanone. Feuer frei. Okay. Geht's dem gut? Entschuldigung, ihr? Was Wirkbereich habe ich noch. Hilfe! Ich hab deinen Spaß. Die Tigris-Rüstung ist vielleicht nicht das, vielleicht nicht die beste gegen das Elektro-Drucker-Vieh. Au. Auch bisher geht's mir ganz gut. Die Fähigkeiten bringt's schon. Prinzip. Also ich kann die Sachen halt instant schlucken. Wie zum Beispiel Ration, Trank, etc. Im Prinzip ist dasselbe wie beim Ibushi. Hau auf die leuchtenden Beutel, wenn sie brechen und wenn alle gebrochen sind, fällt das Viech nach unten und ist angreifbar. Hiek! Ach verdammt, schon wieder kein Foto hinbekommen. Ich wollte von dem Strahl ein Foto machen. Dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Das Vieh rastet überhaupt nicht aus. Aber wenigstens trifft man gut. Na, das hatte ich direkt auf eine Plattform gestellt. Ach, da oben ist eine Maschinenkanone, sehe ich ja jetzt erst. Ich habe auch gerade erst gesehen, dass da noch eine ist. Nein, ich habe es nicht hochgeschafft. Achtung. Eek! Da war auf einmal so ein Laser in meinem Gesicht. Kommen noch mehr Maschinenkanonen. Wie weit geht dieser Zirkel? Halbe Map. Okay. Ach ja, diese Schleiferfähigkeit habe ich jetzt auch dabei. Komm, lass mich doch an dich ran, Disco-Kugel. Diese lebende Disco-Kugel. Hilfe! Schlag mich, bitte! Hat mich gehauen. Ich wollte nur diesen Effekt von mir weg haben. Mann, ich krieg's nie hin. Ich will unbedingt ein Foto von diesem Moment. Wo er den Laser abfeuert. Okay. Das ist noch besser. Okay, ich habe meine drei Fotos gemacht. Ich habe noch eins, zwei. Das spare ich mir auch auf.
In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Ich bin die Elektrokugel. Los, Pikachu! Los, geht's, Elektromann. Oder nee, wie hieß dieses Elektro-Wolken-Pokémon? Voltop oder irgendwas in der Art. Voltolos. Genau. Los, Voltolos. Yeek. Ich hatte den Laser im Gesicht. Oh, ich kann mir die Nullbeereim einsetzen. Wir haben beide Elektro drauf. Davon habe ich ein Foto gemacht. Ich auch. Jetzt muss ich da drunter erstmal weg, weil es ist sonst grillig. Ich bin durchgehend am Heilen. Jetzt lass mich doch da drauf. Was ist denn überhaupt noch nicht von denen kaputt? Soweit ich das sehen kann, der rechte Arm, der Schweif, das Gesicht. Vielleicht der Rücken. Aber da weiß ich nicht, ob man den besser kann. Ich hab den Schweif erwischt, ja! Dieser Laser sieht so extrem aus. Es liegt! Und wenig, dass ich an es rankomme, deswegen schiebt es mich hoch. Ich greif den Bauch an, das ist sowieso seine Schwachstelle. Bin schon dran. Bin nicht mehr dran, er hat mich weggeschoben davon. So. Warum habe ich Beruhigungsbomben dabei? Ah, Drachenspeer ist einsetzbar. Der ist aber null in der Nähe davon. Hilfe! Nehmt diese Kugel da vor mir weg! Wo ist denn der? Ich hab vergessen, dass da noch. Ach, da! Komm hier! Ich hab vergessen, dass da noch. Na los, komm! Hier! Hierher! Ja, ich werf einfach Kuna auf den. Will der da oben? Weg. Geh nach hoch auf eine von den Plattformen. Das könnte, oder? Mich hat nicht erwischt. Jetzt hoch. Sonst kriegst du gleich einen ab. Hui. Okay, dafür wolltest du das haben, oder? Ja, aber ich habe meinen. Foto leider versaut. Jetzt muss ich warten, ob er den noch ein zweites Mal hinkriegt. Ob er das noch ein zweites Mal. Okay, ich habe Schrei abwärts zwar komplett voll, aber gegen ihn hilft das trotzdem nichts. Wir können drüber reden. Hab ich ja gesagt. Komm jetzt, komm hier vor. Ich will dir den scheiß Speer in den Magen sammeln. Das dürfte das Gesicht gewesen sein. Achtung, ich bin gerade ausgewichen wie ein junger Gott. Ich glaube, ich habe den Ultra-Instinkt gerade gekriegt. Bei dem Viech gibt es viel auf die Gelegenheit für ein geiles Foto. Ja, das Problem ist, ein richtig geiles zu kriegen. Richtig, weil das sich permanent bewegt oder versucht, einen umzubringen. Ja, ich glaube, besser steht er nicht mehr, ne? Nee, ich glaube auch. Ich glaube, dass wir. Friss! Ja? Ich hätte sie sogar noch mal ein bisschen besser vorgestellt. Ham! Ich hoffe, das schmeckt. Au! Ich glaube, es hat nicht geschmeckt. Ja, ich glaube, das war unangenehm. So, Bauch und Schweif fehlen, ne? Was habe ich versucht zu säbeln? Ich wollte doch nur da hoch. Ich weiß, dass du unter Strom stehst. Der hat meinen Sprungangriff geblockt, indem der oben einen Zirkel gemacht hat.
Einen Respekt. Das war mega gut getimt von dem. Trotzdem wird er uns nicht hinkommen. Ja, wo soll der hin? Alter, hier gibt es so viele Chancen, wie man gute Fotos machen kann. Sunny verpasst halt was. Der wird sich grün und blau ärgern, wenn er das Video sieht. Ich wollte gerade an das scheiß Gewehr. Genau dann geht's weg. Viele Laser. Was ist jetzt kaputt gegangen? Was? Vielleicht der Rücken. Aua. Nein, bitte nicht. So, ich fahre jetzt runter. Mit Ansage. Autsch! Wow. Zimmer, kann der noch heftiger Mann. Ausrasten oder ist dieser Angriff, der auf dem Boden knallt, das heftigste, was er hat? Das sollte eigentlich das heftigste sein, was er hat. Zumindest in der Form. Der hat noch eine andere. Ja. Will ich die sehen? Ich glaube nicht. Die wirst du aber auch noch nicht sehen. Autsch! Nicht in nächster Zeit. Dafür musst du dich ordentlich hochranken erstmal. Ich habe nicht getroffen tatsächlich. Au. Tot. Au. Ich habe Laser gefressen. Ja, ich auch. Darin bin ich ja gestorben. Ich sehe den Krieg von hier. Ja, ich habe mir mal die restlichen Nullbären gekreift, weil bei mir bringen sie ja eh mehr. Weil wenn ich sie einsetze, gelten sie ja für beide. Ich habe 10 Stück im Inventar gehabt, deshalb habe ich keine mitgenommen. Hast du auf, dich zu bewegen? Ich kann ja mal aufhören, diese Kringel loszuschicken. Die treffen mich jedes Mal. Au, das hat mich getroffen. Hat mich doppelt gelasert. Ich bin gestunt. Hilfe. Lebenspulver. Das war das erste, was ich gefunden habe. Was? Hat mich gerettet. Warte mal, ich habe ja noch mehr Pulver. Dämonenpulver und Harthülsenpulver. Go! Was ist kaputt gegangen? Ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht die andere Klaue. Wahrscheinlich, ja, es war die andere Klaue. Der Schweif ist immer noch nicht Fratze. Ist das schlecht, man könnte es fangen, wenn es fangbar wäre. Als ob das wie fangbar ist. Wo sieht das eigentlich? Kann man nicht, deshalb sag ich ja. Ich hab einen Drachenschatz. Den habe ich auch bekommen. Der ist jetzt aber nicht so eine herbe Enttäuschung wie der Ibushi und lässt einfach nur Schuppen liegen, oder? Doch, leider. Warum sind die alle so eine Enttäuschung? Weil der Finalkampf noch kommt. Okay, da muss man sich mit beiden anlegen. Danke für den Spoiler. Entschuldigung, du kannst ja rausschneiden. Das verhindert nicht, dass ich den Spoiler habe. Warum sind die Laser genau in meinem Gesicht? Weil er uns loswerden will. Wie es das Ding. Das war ein toller Film, falls du ihn kennst. Ich hab versucht. Sag mir gerade. Ja, ich habe versucht, vor dem Kringel wegzurennen. Leider in die falsche Richtung. Nach innen? Genau in dieselbe Richtung, wo der Kringel hinging. Laser. Jetzt lass Laser. Mich doch da hoch! Meine Güte! Komm, mach noch mal die Sturzkugel.
in dem Bild von der Sturzkugel macht. Ultra Instinct activated! Hilfe! Das hat weh getan! Das ist mein letzter Megatrank! Ich habe schon alle erste Hilfe ausgebraucht! Bitte welche haben, ich hab noch 9. Und 7 erste Hilfe. Okay, dann nutze ich es halt nicht. Ist gut, Nava. Besiegt. Fertig. Ruhig dich. Nein. Alles ist gut, Nava. Das war's dann mit dem Rücken. Tschüss! Sie wird wiederkommen. Unglücklicherweise. Dann haben beide Viecher von uns... Ach, stimmt, das ist ja der Schweif. Du hast das auch erst verwechselt, oder? Nein, ich brauchte den Schweif noch. Ich habe den nicht während des Kampfes auseinandergepflückt. Ach so. Ich habe den aus, während des Kampfes auseinandergepflückt und dann das mit den Krallen verwechselt. Die hier liegen. Warum nicht ist er ganz hinten in der Ecke? Und warum ist das so enttäuschend mit dem Blut bei dem? Gib mir nur das ganze Vieh. Sehr viel größer werden soll. Warte, ich komme hinterher. Wieso darf ich da nicht rein? Weil du dich wahrscheinlich zu Tode stürzen würdest. Wenn du dich in dieses bodenlose Loch schmeißt. Ich will doch nur hinterher und ihm ein Schwert in den Kopf jagen. Ja, genauso wie mein Charakter fühle ich mich gerade. Hat sich erstmal hingeschmissen. Boah, Anstrengung hoch 80. Also für dich nicht, aber für mich. Oh, Sequenz. なるハタタ姫リージダーレフィスクメスニラユリデバスベフィラノデラルーシュ Inoue, Minato, Vegeta Gate. Fakim Norera. Elanio, Nira Shio Mezugi, Famil Raki. Lagrito. Mote, Mote, Jigfar Hidihoshi. Lirimora.
Rosa Sturlacci. Porare. Sanda. Lacrimi.